So, jetzt sind wir mal spontan live jetzt einfach. Auf YouTube oder auf? YouTube. Auf Twitch mache ich mal später vielleicht so abwechselnd. 1080p60, by the way. So, sind jetzt alle da? Ich glaube, alle boxen jetzt, ne? Wie viel fahren wir jetzt? Ne, noch einer fährt. Halbe Stunde. Halbe Stunde, okay. Ich nehme einfach mal für mit 4 Runden Sprit mit. Wie viel Liter sind das dann bei dir? 70. 70. Okay. Also Das ist minimal, wenn eigentlich ich Standard. minimal für 4 Runden 59, aber ich nehme mal für 70 mit. Weiß ja nicht, wie viel ich wirklich verbrauche. Wie ist nochmal auf Wie auf Facebook? Ah, Steam. Süd. Wie auf Steam. Ja. Ich habe aber auch den Link in TS reingepackt. Handy Ich suchen. weiß jetzt nicht, soll ich Medium-Slicks reinpacken, weil meine Frontreifen haben sich auch schon nach 2 Runden fast. Ja, okay. Haben sich schon teilweise abgenutzt. Ich glaube, ich gehe dann auf Medium-Slicks. So, hoffentlich Falls bleibe ich du. jetzt drinnen. Gefällt dir Und so die draußen. Qualität oder? Mensch, ich bin jetzt so schnell. So. Aber Tuning-Setup. Oh, es ist Nacht. Ist doch mal schön. Harter Slick, weicher Slick. Ja, dann ist Kacke. ich bin rausgeflogen. Juhu, schon wieder. Ja, ich lade dich dann schnell ein. Warte, wo bist du? Finde ich Geht nicht. nicht. Das geht nicht. Soll ich da auch wieder reinkommen? Boah, ich weiß nicht, was Ja, sollen aber wir da machen? nicht zum Rennen. Ich Das verstehe geht aber auch nicht, nicht. warum Man fliegst du mal muss. raus? Geht nicht. Ja, du kannst vielleicht irgendwie mal schnell googeln oder so, wie man sowas fixen könnte in der Zukunft. Also. Du kannst ja dann nur. Wow, Ma. Sehr nett. Ja, immer wieder gerne. Ja. Na Du kannst egal, ja, ich wenn, war. dann den Stream so lange gucken. Falls du Lust hast. Nee, ich will dich nicht crashen sehen. Ja, okay. Ja, Sehr nett, aber. Eigentlich hast du da teilweise sogar recht. gutes Entertainment? Nee. Gutes Effort. Never mind. Einer fährt Huracan. Der meiste Teil fährt Porsche, Hätte ne? wahrscheinlich sogar was ausrichten können bei dem Rennen jetzt, weil ich recht sicher gefahren bin auf Vorderschleife heute. Also gerade eben auf jeden Fall mit dem M6. Aber egal. Ja, aber nächstes Mal, wenn ich einen richtigen Livestream dann plane, dann werde ich auch nur zugucken, also Broadcaster sein. Dann werdet ihr mich auch nicht crashen sehen, sondern euch selbst. Yay! Ah, also, uns selbst können wir schlecht crashen sehen. Ich meine, es ist ja live. 6 km/h Nein, ich crash eh Nordwest nicht, also von Wind. daher. Das sagen sie alle. Oh, fliegender Ach Start, wie nee, schön. Einführungsrunde. Kämpfe dich Ein näher an die Spitze, Einführungsrunde. verbleibend. Ja, ihr müsst jetzt mit 120 km/h über Nord schaffen. Wie wen ist das denn? Was zur Hölle? Viel Spaß, wir sehen uns in 20 Minuten. Dürfen wir mich nicht böse nehmen, aber die nächsten Rennen, wenn wir die fahren sollten, ich mach dann die Lobbys. Ja, das finde Ja. ich auch eine Nicht gute böse Idee. gemeint, ihr Weil könnt es, Tag aber kann jetzt Podcast rausgehen, weil der macht so wird für es die nicht mehr schaffen, die Kleinigkeiten. halbe Stunde Rennen. Einführungsrunde, willst du mich verarschen? Wir dürfen jetzt die ganze Runde Nürburgring und Ja, Nordschleife fahren. absolut. Leck mich am Kann man Arsch, rausgehen? verdammte Scheiße. Ja, ich crash jetzt schon. Das sind über 20 Minuten. Kann man rausgehen? Och nö. Ja, warte, wo ist Tuck? Ich bin Zweiter. Wollen wir dann raus? Ja, lass uns rausgehen. Muss jetzt Ja, eh weg, komm. oder? Tag. Na, ich hab, eine halbe Stunde Rennen wird noch gehen. Ja, wollen wir Das dann. direkt starten. Ja, wollen wir dann Direkt starten, privat? einfach Ja. ohne Quali. Ja, Ja. privat, ne? Sollte auch Privat, ja. funktionieren. Das wäre dann besser. Und ich will LMP fahren. Soll ich Ja, sagen, soll ich LMP Lobby und aufmachen? GT3. Obwohl, können wir nicht Le Mans machen? Halbe Stunde, GT3? So. Langweilig. Nee, wenn Ja. GTE auf Le Mans auf. Dann Ja, fährt man aber kein GTE ist GT3. ja. Mir ist ja egal. Hättest du jetzt gesagt, ist eigentlich dasselbe, dann. Ja, ist Dann eigentlich hätte es nicht. ist Stellen gegeben, fast ne? dasselbe. Fast, 1 zu 1 nicht ganz. dasselbe. Die GTE ist einfach nur die Endurance-Kategorie und die GT3 ist halt die Ja, deutsche die haben Kategorie sie auch, glaube sozusagen. ich, so umgebaut, dass sie auch ja komfortabler zu fahren sind. Das heißt auch Innenraum und so. Was, der GTE oder was? Ja. Nein. Würde ich sagen. Die sind noch sporadischer als die GT3. Ich saß schon mal in einem GT3 drin und ich saß auch schon mal in einem GTE drin, ne? Und Du glücklicher. Warte, in real life. ja. Mann. Ich saß in einem
LMS drin, also in dem R8 LMS. Ja. Und in RSR. Oha. Warte, RSR aus welchem Jahr? 15, 16? 2 Jahren. 15. Achso. 3 ja. Jahre. Das Design ist halt nicht so geil von dem 15er GT. Das ist mir doch egal. Das war ein GT, ich meine, hallo. Ist mir egal, das Design ist wichtig. Hast du gefragt oder wie hast du das gemacht? Einfach die Leute davor standen K.O. gehauen und einfach reingesetzt. Und ja, der LMS war bei uns hier in der Stadt, weil wir da immer so ein. Ist so ähnlich wie das Goodwood Festival, kennt ihr das? Ja. Ja, wo die dann. Die Autos immer. Hier, ich bin in der falschen Lobby, sehe ich gerade. Da, hier. Die fahren zum Start, dann labern die immer ein bisschen über das Auto und dort fahren sie los und fahren dann einmal die Runde. Beim Goodwood ist es dann immer ein bisschen mehr, weil dann immer ein bisschen mehr Autos fahren. Bei uns labern die dann immer und fahren dann immer so auf eine Runde durch die Stadt. Und dann war da halt ein R8 LMS und ein RSR stand dann da. Und ich dachte mir so, geil, kann ich mal Probe sitzen? Warum nicht? Kann ich mal Probe sitzen? Ich habe überlegt, nochmal so ein Auto zu kaufen. Ja, auf jeden. Einladen? Nee, komm, lass mal. Einladen, private Lobby. Ja. Keine KI. Ja, ich hoffe auch keine KI. Wir machen also GTE, Le Mans, halbe Stunde. Ja. Sollte sitzen. Das heißt so circa 9 Runden. Ja, passt. 8 bis 9 Runden. Bist du dir hundertprozentig sicher, dass Le Mans gleich so lang wie Nürburgring ist? Nee, 7 Kilometer oder was ist die Strecke nun lang? Ja, es macht eigentlich schon einen Unterschied, weil ich meine allein schon... Le Mans ist ein bisschen kürzer als Nordschleife, glaube ich mir sehr. Ja, ist wahrscheinlich nur wegen dem Gefühl, weil du auf der Geraden halt einfach schneller vorbeikommst als auf dem Nürburgring. Das ist ja bestückt mit Kurven, was weiß ich. Oh, nie war in Leitnikurve. Und? Lobby erstellt? Oder? Stille. Wer macht denn jetzt die Lobby? Ja, das frage ich mich ja. Ich weil nicht. Le Mans geht. Ach, warum frage ich. Nee, sorry. Philly macht die Lobby, oder? Soll ich dann? Nein, ich mach nicht. Ja, komm, naja, erstelle ich es halt. Also, ich glaube, wir warten alle, bis jemand erstellt und keiner erstellt. Oder? Ja, wow. Wie lang ist die Nordschleife? 20. Ja, mit 20, 25. 23. Was. Halbe Stunde, kombiniert. Wir starten um 4 okay, Uhr. Okay, weil Le Mans ist 14. Wetterslots okay, sind zufällig. Die Nordschleife alleine sind 2,83 Kilometer und kombiniert sind 25,37 Kilometer. Wetterslots sind zufällig, passt das so? Ja. Okay, okay. Ich würde mal gerne nachts starten. Und im Regen. Nachts, okay, mach. Nein. Ja, nein. Nur im Regen. Nein, das kannst du alleine machen. Dann nachts, aber trocken. Ja, kann man machen. Okay. Einfach zufällig alles. Ja, wie letztes Mal. Ne? Einführungsrunde, nein. Starttyp, stehend. Nein, fliegend. Ja, ich flieg gleich über dir. Ja, mach doch. Abgehoben. Qualifying. Dann tritt ich in die Eier. Okay. 10 Minuten? Nein, kein nee, Qualifying, das fliegt das. Kein Qualifying. Raus. Direkt nein, rennen. Ich flieg auch raus. Einfach direkt rennen. Okay. Okay. Ich hab ja gerade gesagt, GTE auf Le Mans finde ich langweilig, das mach ich nicht. Nicht? Ja, aber macht ihr jetzt mal, lasst euch da nicht aufhalten. Ja, meine Eltern kommen jetzt gerade rein. So. Soll ich beim M6 bleiben? Ja, komm. Ladung bitte ein. Ja, Moment. So, so. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Okay. Wir hatten es eigentlich erstellt. Ich nicht. Ja. Automatische Kupplung aus. Du hast, wir müssen jetzt alle BMW nehmen. Identisch drin, oder? Du hast identisch drin. Das ist das mit den Lobbys, das ist echt fies. Und jetzt nochmal erstellen, bitte. Oder ich fahre IMSA Audi Quattro
dicken Turbo über Nordschleife jetzt hier mit Handschaltung. Ja, pass auf, wenn wir zu dritt fahren, brauchen wir keine halbe Stunde zu fahren, oder? Wir fahren einfach alle mit M6, scheiß drauf. Einfach rauf und dann gucken. So geil. Ich weiß lustig, der M6 GTE ist langsamer als der M6 GT3. Ja. Ja. Tatsache. Mikrofon activated. Doof, wa? Aber wenn man mit dem langsamen Auto, wenn man mit dem schnelleren Auto langsamer fährt, dann bringt einem das gar nichts. Das ist richtig. Also halbe Stunde fahren ist in Ordnung so, oder? Ja. Wow. Scheißstuhl. Ja, fünfter Gang, 280. Bist du schon drin, oder was? Ja, er fährt ja auf Nordstadt. Genau, ja. Sascha. Mhm. Willst du denn da zugucken? Zugucken? Ich fahr doch hier selber. Achso. Warte, mit dem Schiff da ein bisschen. Okay. Erstmal trocken. Obwohl, nein, warte ich. Scheiße, ich hab's nur bei Qualifying eingestellt. Mein Kollege soll mal zusehen. Der fährt auch so gerne so Autoklassen wie ich. So Vintage, GTB und solche Geschichten. Oh, Vintage ist auch geil. So. Road ist auch nicht verkehrt. Dann alte Straßenautos mit Haarschaltung wieder. Irgendwie fühle ich mich jetzt gerade voll scheiße, weil die gerade noch was einstellt. Ich habe da was schief gemacht wahrscheinlich. Gut, ich wäre fertig. Ich auch. Ja gut, komm. Oh oh. Auf ein gutes Rennen. Ja, lol, lol. Was zur Hölle? Ich hab das auf Video. Ich guck's schön, wie wir hier aus Startreihe 2 starten, ne? Oh, bitte nicht aus der Kurve, nein, ich hasse. Ja, leck mich doch! Was soll die Scheiße? Ja, genau. Ich starte aus der Kurve, noch beschissener geht's nicht, ne? Du auf einmal langsam rantast. Ja, ihr könnt dann ja den M6 so lange ein bisschen besser kennenlernen, ne? Weil ihr ja beide so ungewohnt. Also ich bin in den M6 noch nie gefahren hier. Ein GTLM macht ja, wie du ja meintest, nicht wirklich einen großen Unterschied. Also ich vertraue dir. Fahren, also ja, das ist eigentlich dasselbe. Untersteuern, scheiße. Ich hätte, glaube ich, ja hartes Licks nehmen sollen. Auch wenn ihr mich jetzt für krank haltet. Ich hab doch hartes Licks drauf, fuck. So genial mit seinem Allrad, ne? Der Wahnsinn. Joachim Stuck hat da in Amerika damals alles mit abgeräumt, bis der Ford GT40 kommt. Alter, dieses Lenkrad, verdammte Scheiße. Das sind die Dings der Zahnräder, die dagegen klattern. Das ist so nervig, ne, wenn du auf Highspeed fährst. Das ist nicht normal. Nimm mal in der Force Feedback Einstellung FX raus. Dann hast du weniger Streckeneffekte drin und auch theoretisch weniger Klackern. Achso, meinst du hier in Project Cars selbst? Oder ja, ist das nicht dein Ernst, ne? FX. Wo hab ich? Ja, kann ich ja jetzt nicht. Jetzt sag mal ganz ehrlich, wo hab ich da jetzt gerade abgekürzt? Oder könnt ihr kurz anhalten? Der hat mir gerade gesagt, so, ich soll abbremsen, ich hab abgekürzt. Ja, lass mal warten. Warten? Okay. Ja. Scheiße, warten, ich kann es nicht einstellen. Wir? Nein, weiterfahren, ja. Weiterfahren, ich kann nichts machen. Ich müsste den Box zurückziehen. Wir wollen Rennen zurückfahren. Das wusste ich nicht, sorry. Wenn nicht geht.
Ah, stimmt, man kann nur die Force-Feedback-Stärke, kannst du dir belegen, die kannst du ändern. Ja, ich kann jetzt nur noch in der Software. Fahrt weiter, fahrt weiter. Tags euch überholen. Mach. Schöner M6. Ah, gleich was. Danke. Immerhin können wir uns alle jetzt unterscheiden, ne? Ich bin der Alte. Wir können ja mal hier so ein Nordschleife-Rennen machen. Ich fahre hier mit Haarschaltung und Kupplung, mein GTO und ihr euren GT3. Mit sequenziellen Getriebe und was auch immer. Wenn du die Eier dazu hast. Auch mit Spaß. Ja, die Dinger sind krank. Ja, ich meine halt, der Audi allein von der Beschleunigung her ist schon ein bisschen. Das ist eine Macht. Ja. Fünfganggetriebe, knappe 600 kW. Best mit Turbo. Als ich den selber gefahren bin, der konnte sich etwas vergleichen zum Skyline. Also, der geht schon unter dieser SMS-Ära. Ja. Das ist jetzt nicht, aber das Ding hier. 240, 5 im Gang. Sag mal, darf ich mal überholen oder blockierst du mich noch? Also unter 7 Minuten ist mit dem Ding kein Problem. Richter ist auf jeden Fall im GT3 ebenbürtig. Ja, toll. 7 Minuten mit dem GT3, da musst du auch ganz schön schnell unterwegs sein. Was machst du mir so druckverdammte Scheiße? Pro 87 fahr ich. Jetzt Berg 102. Ja toll, jetzt darf ich außen noch erfahren, ne? Sehr nett. Ich hab genug Platz gelassen. Oh, scheiße. Mein Lenkrad. Das war mir jetzt aber deutlich. Hast du Zeitverlauf und was eingestellt? Zeit für was? Zeitverlauf und sowas. Ich weiß jetzt nicht, was damit gemeint ist. Wie lange? Dass die Zeit schneller umgeht und es dunkel hell wird. Na. Also auf 25, glaube ich, habe ich es. Ja, ich glaube immer. Ja, die Wettereinstellungen sollte man immer synchron zum Rennen machen. Das habe ich jetzt nicht gar. Ich habe dann nur das im Qualifying eingestellt. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass ich jetzt Zeitverlauf fahre. Weil es ist echt scheiße, dass es jetzt nur noch Tag ist. Jetzt fange ich nur noch an zu übersteuern. Was ist denn los mit mir, ey? Also ich habe 2872 Kilometer bis. Was war da so langsam? Nein, nein, fahrt. Oder wollt ihr einen Drag Race? Ich hab mich selber abgedreht. Wollen also. Wir einen Drag Race machen? Ja. Mega die Mittelbahn. Schlechte Außenbahn. Warte, Lechte. Leuchte mal. Die Lechte. Mega die Lechte was. Komm, lass zurück. Warte. Soweit wir nicht disqualifiziert werden. Das habe ich so ein krasses Moment gemacht, ey. Das ist echt geil gewesen. Ja, genau. Back to the times. Ups, da war eine Wand. So, ich habe jetzt auf ersten Gang geschaltet, damit ich nicht den Fehler mache, rückwärts Gas zu geben. So. Okay, bei 23 Minuten und 40 Sekunden, ja? Ja, ganz in die Wand dran. Okay, warte. 40 Sekunden. Autsch! Bei wie viel? Was? 40 Sekunden. Es war ein bisschen sehr blöd, weil ich noch eine Sekunde. Ja, ja. Eigentlich müssten wir neu starten, weil ich wollte eigentlich mit Kupplung starten. Lass machen. Ja, ich habe jetzt die innere Kurve. Lass bei der nächsten Runde. Bei der nächsten Schikane. Egal, bei Need for Speed Most Wanted 2005 war es eigentlich vom Sinn aus. Juhu! Wie ziehst du uns ab, verdammt? Wenig Downforce, höhere Übersetzung. Also. Was passiert mir gerade hier? Die Drag Race. Achso. Ich fahr mal ganz nach links. Warte, nee. Ich fahr mal auf euch zu. Wir haben hier nur Platz für zwei. Du musst dich jetzt irgendwie rechts daneben stellen. Ich? Ja. Hier rechts daneben, ich habe Angst. Was meinst du jetzt? Ich stehe doch eigentlich auf der Geraden. Ja, komm. So. Um 25,
20, okay. 20. Ah, wie lange der Gang braucht zum Reingehen, ey, fuck. Ja, Reaktionszeit. Aber warte, ist Windschatten eigentlich auch an? Nein. Windschatten ist immer an. Also, ja. Es gibt ja Realismus-Einstellungen. Ich könnte jetzt dich eigentlich Break checken, wenn ich will, aber ich lasse das mal lieber. Dann kriege ich dich auch weg. Oh Junge. Oh, Alter, du hast dich gerade voll abgelenkt, Mann. Scheiße. Sorry. Rennleitung, 28 Sekunden für die Rückkehr zur Rennposition 3. Oh, danke. Fahr vor. Ich hab dich ein bisschen was an am Heck getroffen, ne? Noch eine Runde? Die letzte, komm. Ja, ja, so oder so die letzte. Ja, okay, es gäbe noch eine, aber... Gucken wir jetzt die meisten nachher. Gegen die Wand schön drücken, oder? Ja, komm. So, okay, bei 10, ne? Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gleich gestartet bin mit dem anderen. Oh, drückst du mich gerade weg? Moin! Ja, Moin! Ich könnte jetzt den Vollassi spielen und dann dich wegmachen, aber Motorsport. Sag ich nur. Und scheiße, das erinnert stark an Gran Turismo. Warum bremst du so spät, ey? Weil ich mich verbremst habe. Ich hab zu stark gebremst. Wieso? Der Moor-Bremspunkt, ne? Nach der LMP1-Bremspunkt. Oder ist da noch? Also. Wir müssen noch einen anderen machen. Auf den anderen, ich hab einen Namen! Ja. Finny, der Finne. Boah, ich vergesse immer die Geschwindigkeit zu halten. Mein Lenkrad, ey, das ist so nervig. Deswegen sollten wir öfters Drag Races machen, damit man nicht mein Lenkrad so oft klappern hört. Da ist schon da. 20 Minuten. Ich schaue aus. Alter. Bremse ab, um eine Strafe durch die Rennaufsicht zu vermeiden. Leck mich doch ein. So, jetzt. Schön aufs Gaspedal treten. Pedal to the metal, wa? Ja, metal mode. Pedal to the metal mode. Also ich kann es mir irgendwie schon vorstellen, dass es nur geil werden kann mit euch. Also die ganze Zeit Project Cars oder was? Ja, ich weiß nicht, ob es mit iRacing was ist. Wir könnten Assetto Corsa nebenbei ja noch machen, ob ihr Bock habt. Also ich brauche eigentlich noch eine Crew halt für iRacing, wo halt Langstreckenrennen. Ja, iRacing wird bei mir nichts. Erst wenn ich alleine wohne, das dauert halt mindestens 6 Jahre. Gott, Michael Jackson. Unfall, ich bin raus. Ich meine Lichter an oder aus, so kann ich das sehen. Tag, wartest du mal kurz? Das Rollen. Was machst du da? Was soll das werden? Ah, wolltest du deine Stoßstange wegschmeißen oder? Ja. Achso. Tschüss. Alles vor euch. Du musst leichter links lenken. Ja, jetzt habe ich einen leichten Rechtsteil, wo es so, so 45 Grad. Oh, ich stehe auf der Strecke. Ja, du hättest eigentlich schon früher losfahren sollen. Ich bin voll verpeilt, ich hab's gerade beim Stream gesehen. Ach, es sieht doch eh fast keiner. Guckt ihr überhaupt ja, dazu? Nur hier. Es ist ein leichter Delay, aber immerhin hat man seine 1080p. 60 FPS. Yo,
Das hast du jetzt aus Absicht gemacht, oder? Ich bin links im Kopf gekommen. Ich kann alles erklären. Hab dadurch Übersteuer bekommen. Ja, okay. Bin nach links gekommen, musste halt gegenlenken. Und ich muss jetzt knapp ja, scheiße. 100 Grad nach rechts, also mehr als 45. Jetzt darf ich die ganze Strecke noch abfahren bis zur Reparatur. Denn mein Lenkrad ist jetzt 90 Grad, damit ich auch geradeaus fahren kann. Mein Lenkrad ist gerade so da 10 Grad. Bisschen über 100 Grad so. Laber kein. Meine Motorhaube. Also ich sehe nur noch den rechten Handschuh. Ja, scheiße. Ich bin raus fürs Rennen, Jungs. Ich guck zu. Kann ich das machen? Box zurückziehen? Ja. Monitor, so. TV-Kamera. So. Jetzt fahrt man ein ordentliches Rennen. Ich esse so lange mein Eis auf. Das ist immer ein spannender Motorsport. Meine Front ist jetzt offiziell zu 100% kaputt. Daniel, was? Meine Front ist jetzt offiziell zu 100% kaputt. Steht vorne bei 100% oder wie? Ich steht vorne bei 100% Damage. Ja, das heißt dann, du hast am Fahrwerk auch Schaden. Ja, das ist kacke. Also mir ist alles 0%. Ich kann nicht mehr gerade fahren. Ja, weil du ordentlich fährst. Was meint ihr, hättet ihr Bock auf Assetto Corsa mit Mods und so? Ja. Ja, klar. Wo ich mehr Bock hätte auf iRacing oder R-Factor oder sowas. Könnt ihr eigentlich... Ja, R-Factor muss ich mir noch holen. Hätte ich eigentlich auch voll Bock drauf. Könnt ihr Ports freischalten oder... Ich kann Ports freischalten, klar. Ja, das wäre dann nice. Aber ich werde mich da ganz sicher nicht einlesen, wie ich das selber aufmache. Ja, bei Assetto Corsa gibt es ja extra dieses Programm, wo du ja alles machen kannst. Das kennst du ja auch. Ganz ehrlich, aber da habe ich echt keine Option. Achso. Ja, dann suchen wir irgendwelche Random... Alter. Bitte? Dann suchen wir irgendwelche Random-Server. Würde ich auch machen. Aber ich bin jetzt erstmal weg. Das war heute genug. Oder ich lade euch mal ein und mache ein paar Lobbys hier, weil ich die Strecken kenne und coole Strecken habe. GTO gegen GT3, ne? Oder aber ja, nicht jetzt, ne? Du musstest ja weg, hast du gesagt, ne? Ich? Oder wollt ihr das jetzt machen? Tag, wollt ihr doch weg. Dann ich muss jetzt gleich weg, ja. Kann trotzdem weiter daddeln. Ja, ich bin da raus auch. Ich fahr jetzt Mount Panorama mit einem Vintage Formel 1 B. Im Ernst? Formel B? Formel 1 B. Dann hast du nämlich Heckantrieb mit Haarschaltung, dann kann ich hier selber kuppeln und... Achso. Was für ein Motor hat der? Jungs, ich bin der Sack, ne? Wir jo. Sehen uns morgen jo. Wahrscheinlich oder irgendwo. Ciao. Die Woche, tschüss. Keine Ahnung. Bis spätestens nächste Woche, hier am Wochenende. Zum nächsten Training, wahrscheinlich in Formel 1 oder so. Wir sehen uns, ciao. Ciao. So, Tack. Wollen wir dann schon mal Sascha beitreten oder? Ja, ich gehe die auch. Einstellung auch durch. Achso. Ja, okay, dann 1 gegen 1, oder? Kann sich da bitte mal schließen, hallo. Buddy disconnected from your channel. Sascha, machen wir dann 1 gegen 1? Einfach fahren, jo. Manuell schalten, machst du, ne? Also ich mach. Ja, Handschaltung. Aber ohne Haar. Schalten. Ja, brauchst du ja nicht. Ja, gut. Ich schalte eigentlich. Eben am Manuell, dann kannst du alles aus den Gängen rausfinden, weil Automatik ist halt meistens scheiße. Beitritt Automatik ist immer scheiße. Ja. So. Kann ich dir beitreten? Jetzt. Ich bin dann mal weg. Also ja, ciao. Ja. Angenehmen Abend noch. Jo. Auch so, danke. Ja. Und ich lade den Keke mal ein, vielleicht fährt er ja auch noch mit. Der Keke. Keke. Woher kennst du den eigentlich? Einfach so vom Fahren. Gut, meistens, wenn ich Leute so drin hab, habe ich gute Duelle mit denen gehabt. Da ist er schon. Der ist schon da. Ich kann dir immer noch nicht beitreten. Die Multiplayer. Ist die komplett privat bei dir eingestellt oder Freunde? Warte mal. Du warst jetzt DN087? Ja, Dayknife. Wie hieß du jetzt nochmal? Dave? Nein. Du hast mich gerade eben eingeladen. Ja, aber wie du jetzt nochmal richtig heißt. David. Ja,
Okay, bei der kann ich mir die Namen so langsam nach und nach merken. Ja, Alter, Lotus? Das ist das Auto, mit dem Senna groß geworden ist. Ayrton Senna, ein sehr berühmter, ne? Ja, ja, Ayrton. Heißt der nicht Ayrton Senna oder wirklich Ayrton? A-Y-R. Brasilianer. Und damit ist er gefahren und dann. Ja, das war halt noch der, wo der mit sehr viele Rekorde und Siege gefahren hat, wo der noch erwachsen geworden ist, sag ich mal. Und sein Unfallswagen? Da hatte der den Vintage, das ist hier Vintage Formel 1 A, ist das. Das ist ein 1300 PS Turbo aufgeladenes Formel 1 Monster. Okay, offiziell werde ich den schon mal nicht fahren. Ah, der ist krank, Alter. Du merkst richtig immer, wenn du den am Limit fahren willst, bist du echt oben in den oberen Drehzahlen und da ist der, wird der so nervös, aber hat auch einen Grip, das ist der Wahnsinn. War das auf der Imola oder auf welcher Strecke? Weiß das nicht mehr, wo der sich kaputt gefahren hat. Weil eine Kurve wurde da war das extra. Brands Hatch? Nein, Brands Hatch auf jeden Fall nicht. Da Brands Hatch hat er seinen Rekord gefahren. Achso. Brands Hatch hat er diesen Rekord damals gefahren, der immer noch nicht gebrochen wurde. Bis heute. Also, die Kurve wurde ja extra wegen seinem Unfall soft gemacht. Ich kann jetzt, mir fehlt. Oder ist der, war er das, der in Spa in die Eau Rouge da rein ist? Damals? Na, auch nicht. Eau Rouge war das, glaube ich. Nee. Das wäre nicht, auf Spa, nein. Das war so eine stark bewaldete Strecke. Ich glaube sogar, das war die Imola. Stark bewaldet ist Monza zum Beispiel. Und Imola auch. Ist beides Italien, ne? Ja, Monza. Ist auch komplett Umwald. Stimmt, ja. Ich glaube, ich schaff das nicht. Historisch wird zu schnell wieder gedrückt hier, ihr Pfeifen. Ich hab nichts gedrückt. Oder was meinst du? Die grünen Daumen habt ihr gegeben und ich will da noch. Ja, kämpfen. Jetzt noch nicht. Habe ich aber nicht. 1:30 ist ja schon die beste Pur hier. Ja, niemand von uns hat noch bereit gegeben. Wie viele Runden? 6, okay. Ihr müsstet eh auf mich warten. Ja, das ist klar. 1 Minute 20 jetzt noch. Wir fahren am Abend. Zeitwechsel. Weil sich jetzt nichts Besonderes ist, wird ein Abendrennen werden. Du musst eher aufpassen, dass du nicht gegen eine Wende fährst. Mount Panorama kennst du doch, oder nicht? Ja, klar. Gran Turismo. Das hat in sich die Strecke, ne? Ja, das ist eindeutig. Aber die fährt sich auch geil. Man sagt auch die australische Nordschleife immer so. Ja, stimmt. Wegen seiner Höhen und Tiefen. Jetzt gibt das freut sich auf, das Big freut sich, glaubst du sicher. Aber ich bin das Ding wirklich noch nie gefahren. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie es wird. Ne? Der hat Grip. Sehr viel Grip. Ja, Grip sagt so jetzt nicht viel, ne? Wie so ein Formel 3 Auto. Ich muss trotzdem halt wissen, wie die Steuerung an sich ist. Es ist sehr leicht. Sehr direkt. Wie Formel 1 halt, wie man Formel 1 kennt. Ja, Formel 1. Ja, ich habe F1 2015 mit gespielt. 17 auch, wie ein kostenloser Wochen. Ja. Kann ich wenigstens schon mal den ersten Gang reinhauen und anfangen, mal das Auto wegrollt. Was? Alter. Kann es sein, dass ich dir zu viel geschaltet habe? Ich hab mit Haarschalter, ich hab die Kupplung fliegen lassen. Deswegen gebe ich so Gas. Kann es sein, wenn man bremst, dass er nicht einlenken will? Nur wenn du zu viel bremst, weil ich ABS raus habe. Ich habe realistische, authentische Fahrzeuge drin. Sprich, ja. Dieses Auto ist so alt, das hat gar kein ABS. Man hört fast nichts. Ich sag immer, das Auto hat kein ABS. Ja, ich meine, wenn es so ein klassisches Fahrzeug ist. Wow. Bin runtergeschaltet. Und im zweiten Gang ist es echt cool. Richtig geil hier mit der Sonne. Ja. Scheint zu locker zu sein. Oh, ich hab abgekürzt. Das ist nicht gut. Knappe Sache. Ja,
Autsch, ist Schaden an? Ja, klar. Kacke. Ich fahre, sag ich ja, ich ja, liebe es eigentlich so authentisch gefahren. Ist aber so. Ich darf jetzt schon mal in die Box fahren. Der hat 5 Dinge. Meinst du das schon? Box. Mhm. 5 Angetriebe, ja. Bremsen ist wohl nicht. Also, ja, okay, ich müsste härter auf die Bremse gehen, aber das würde ich halt jetzt nicht übertreiben. Das fahr ich Schiss. Fahr dich einfach mit Auto ein. Berührt bei 230. Bin fast perfekt manuell in die Box reingefahren. Schwung gewechselt so schnell? Also repariert. Alter, das ging ja voll. Krasser Scheiß. Oh, er ist gegen die Bande gekommen. Ich mach ihn danach. Reparatur. Boah. Müsst ihr ja, in die super. Box? Ja, theoretisch nicht. Ich hab minimal quer stehen, weil du darfst mit den Dingern echt die Wand nicht berühren, ne? Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich bin erst bis zur Hälfte, 30 Sekunden. Formel 1 halt, ne? Ja. Vintage Formel 1. Wir können ja gleich die ja. Formel A fahren. Wer kämpft auch da vorne? Oder X? Ich weiß nicht. Ich meine Formula X, ey, wie du auf diese Idee kam. Bei F1 haben die jetzt diesen Lollipop-Typen hier rausgenommen, ne? Ich, Formel 1 habe ich noch nicht gespielt. Ja. Ja, das ist bei Takten so, die spielen das ja auch gerade F1 2017. Das kann ich unter denen sagen. Da die diesen Typen rausgenommen haben, gibt es jetzt oben diesen Monitor, der alle Lichter bestätigt, dass du losfahren musst. Mhm. Und jetzt kann ich erstmal richtig losfahren. Das wird ganz nah. Hast die Zeit wohl ein bisschen unterschätzt, ne? Scheiße, es ist wirklich so eine Achterbahn einfach, ey. Nur halt, dass du die manuell steuerst. Ja, man von Panorama war schon nicht schlecht. Ich weiß so nicht, würde ich sowas in Real Life fahren wollen? Nee. Das ist krank, ne? Mhm. Aber auf so einer freien Fläche, ja, eventuell. Aber jetzt auf so einer richtigen Rennstrecke, vergiss es. Das kannst du sofort vergessen. Das werde ich nicht riskieren. Außer es ist eine Karte. Wenn mir einer so ein Ding da hinstellen würde, würde ich nie nein sagen, aber. Ja, einsteigen ja, aber jetzt fahren. Das ist halt. Was ganz anderes. Ich meine, du kriegst dazu noch so richtig Herzklopfen, weißt du. Einfach nur ein krankes Gefühl. Lichter ist auch nicht, das ist schade. Ich hatte irgendwie Bock, jetzt wieder gehen. Jetzt habe ich ihn. Mach Platz, ich hab dich, mach Platz. Irgendwie hätte ich jetzt Bock, Formula A zu fahren. Was ein Duell, einer Kopf an Kopf. Wollen wir eventuell vielleicht Formula A gegen Formula Winter sparen? Okay, ich muss mich konzentrieren, ey. Ja, das ultimative Battle-Gedächtnis. Ja, okay, das besprechen wir dann gleich. Thank you.
Alter, es ist dunkel. Jo, hab ich mir auch schon gedacht, ey. auf dem Ende der Graben. Ja, okay, auf den meisten Stellen ist es scheiße. Das war nicht so geplant, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, normalerweise fährst du Formel 1, wenn dann auch, also tagsüber, aber es ist halt auf Rennstrecken, die auch richtig gut beleuchtet sind. Ja, Motorama ist so für 50% beleuchtet. Ja, für normal, also für Fahrzeuge, die jetzt auch, sagen wir einfach PKWs. Also im Kraftraum ist halt schon eine bessere Definition noch. Einfach Fahrzeuge mit Licht. Ja. Oder das. Mach mal Platz dafür, die Gas kommt gleich. Wo seid ihr eigentlich? Hinter dir. Im Ernst? Achso, ihr seid die Roten. Ich dachte schon, was ist das für eine Markierung? Ich wollte es euch eigentlich nicht. Oh, Alter! Ich war's nicht, ich war's nicht. Ihr habt nichts gesehen, ja? Fahrt einfach weiter, als wäre nichts passiert. Mein Lenkrad steht 90 Grad. Ja, wow. Ja, meins steht jetzt. Naja. Du hattest da eine riesen Schikane, wo du jetzt einfach links fahren können, ne? Sorry. Ich bin außen dann voll in die Kurve da. Also ich hab die Der hat auch sehr brutal angesetzt, der Kicker. Ja. Den Kurveneingang habe ich komplett einfach nur durch geblockt. Ne? Man sieht nichts. Wirklich. Ja, also, nur Unfälle hier. Autsch, 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 Autsch. Ne. Allein wenn du so einen leichten Schaden hast, auch wenn es nur 18 ist, das kann schon direkt zu fatalen Fehlern führen. Ich glaube, das wird nichts. Schaffe ich es noch zur Box? Unwahrscheinlich. Reparieren dauert zu lange. Ja, ich brauche auch ein Stück. Das ungefähr einschätzen, wo der Mittelpunkt ist. Ich meine, wenn ich Gas gebe. Okay. Nein. Ach, ungefähr 7000. Fängt dann sich auf seine eigene Seite zu drehen. Oh. Verdammt. Egal, ich fahr trotzdem mal zu kurz. Ja. Oh, ich hab mein Auto abgesoffen lassen. Ja. Vergessen. Ja, ich bin dann den Stream. Nächstes Mal wird's dann wenigstens spektakulärer.